Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors Volume 2 für den PSP. Heute spielen wir die Schlacht an neuen Burg Yveth. Burg Yveth wurde modifiziert, wurde zur ultimativen Kriegsfestung ausgebaut durch Manchong. Und jetzt spielen wir einen meiner Lieblingscharaktere, nämlich Lu Meng. One more for the glory of Wu, wie er immer so schön sagt. Und es geht zum neuen Schloss Yveth. Cool. Nachdem Wu in Yiling die Truppen Shus auf dem Weg nach Osten aufhalten konnte, blockieren die Truppen die Straße nach Zhongyuan. Durch die Kontrolle über das Gebiet konnte Wu den Truppen Weis das sprichwörtliche Messer in den Rücken rammen. Eine sehr bedeutende Schlacht stand bevor. Jetzt ist die Zeit fast gekommen, um die Welt unter unserer Herrschaft zu kontrollieren. Ja. Die von Wei gegründete Burg Yveth wird jetzt zu ihrer eigenen Grabkammer, sagte er, der schon mal bei Yveth richtig zerstört wurde. Naja. Ja, schon bald wird die Welt Wu gehören. Zhou Tai, wie immer, sehr gesprächig. What? Da kommt noch richtig viel Stuff dazu, Leute. Es gibt einen Plot-Twist bei der Map. Ha, die Map ist so cool. I love it. Wir nehmen mal den Lu Su. Haben wir eine Kombo mit Zung Fan? Luxon, Bogenschütz, Feuerangriff, ja. Klingt nach einem Plan, ganz ehrlich. Ganning, yo! Let's go! Ganning passt natürlich auch gut. Guck mal kurz, was Luxun bufft. Okay, wir nehmen Luxun. Angriff und Verteidigung. Ganning macht nur Angriff. Das ist kacke. Nur Angriff wird es jetzt auch nicht. Den hatten wir eigentlich noch nicht. Oh, ich will hier Zuhören nehmen. Ach, den spielen wir später mit Zung Quan, I guess. Ah, wobei. Gucken wir mal. Zuhören. Oh, Ganning könnte ich auch noch extra nehmen. Fliegen aber richtig die Fetzen. Wisst ihr was? Let's go! Heute fliegen die Fetzen. So, Duran mitnehmen, der Feuerpfeile macht. Wo ist Duran? Ich glaube, Duran ist zu teuer, ne? Kann ich irgendwer noch Feuerpfeile? Das wäre jetzt so cool. Muss aber auch ein Wu-Typ sein, von daher, ja. Da ist er doch. Hat gar keine Feuerpfeile. Na ja, gut, dann halt nicht. Irgendein Wu-Typ, den wir noch nicht hatten, Mensch. Wie gesagt, die Wu-Offiziere lasst es zu wünschen übrig. Dich an, mein Mensch. Zhang Cheng, du bist dabei. Heute ist dein großer Auftritt. Nehmen wir Dong Xi noch mit, I guess. Oder Zhu Ci. Wir nehmen Zhu Ci. Er hat die Opferfähigkeit. Kann eventuell sogar nützlich werden. Will du Opfer? Ordonnanz mehr Vorräte nach Einnahme des Lagers. Angriff 30 Sekunden stärker bei Schlachtbeginn. Sehr geile Fähigkeit. Luxor hat Heiler, was auch natürlich nice ist. Höhere Moral bei Schlachtbeginn. Energie Plus ist cool. Dass die Angriffe stärker werden bei High Level. Und er hat Fährmann. Das war für diese Map nicht brauchen. Wie gesagt, wird missrestriktiert, weil ich Wu spiele, nur Wu-Typen zu nehmen. Ja. Das sieht gut aus, aber nicht so gut wie im letzten Part. Sun Shengxiang. Glefe, erste Waffe, große Glefe, zweite Tierhaken ist die dritte. Oh, lässt es zu wünschen übrig. Das ist halt nicht schlecht, aber ja, das ist auch nicht gut, ganz ehrlich. Wir nehmen das Eiselement. Leider kein Extender drauf. Wisst ihr, ich mag mal diesen Waffen-Extender. Weil die dann immer Voice-Spamming betreiben, die Charaktere.
Aber naja. Zoppi muss sterben, Sun Quan darf nicht sterben. Bei Wurmi sieht es wie folgt aus. Luxun und Juran, Zhuotai und Zhuguluwa und Sun Quan und Sun Zhao. Bei Wei-Truppen haben wir aktuell nur Sun Yu Manchu, Sun Zhao und Hyeok-su, Zhao Hong und Zhao Shang und Yidin und Zhao Mao. Aber das hier wird das Innere der Burg Hefei, es wird nur alles aufgedeckt werden. Huiuiui. Jetzt der richtige Zeitpunkt. Wu steht kurz davor, die Herrschaft zu erlangen. Okay. Oh, Lu Meng, ich hab dich so vermisst. Oh, dieser geile Angriff. Oh mein Gott. Come on. Ah, ist einfach der geilste. Ich liebe ihn. Einmal absoluten Lieblingscharakter. Vor allem hat er eiskalt in der SOS 3 die Stimme von Pyro. Aus Pokémon. Bringt erst das äußere Tor unter Kontrolle. Okay. Stimmt, da kommen wir gar nicht hin. Das ist ein bisschen wie der Sanada Ward. Samurai Warriors. Sanada Maru. Bei der entscheidenden Schlacht. Gegen Iyasu Tokugawa. Ah, Buki Fei, ey. Das ist auch immer ein Banger, ne? In jedem Dynasty Warriors. Ja, außer Dynasty Warriors 4, wo es nicht mal eine Burki Fay gibt. Danke dafür, Koi. Gibt einfach keine Burki Fay. So ein Schmutz. Naja. Dafür war hier Fay in Dynasty Warriors 4 ziemlich geil. Aber echt, Dynasty Warriors 6 Fay, Banger. Dynasty Warriors 5 Burki Fay, Banger. Dynasty Warriors 3 Burki Fay, Banger. Na gut, in heutigen Dynasty Warriors spielen finde ich die jetzt nicht so toll. Es ist einfach nur Action. Welche Ballisten einnehmen, ballern, als würde man Call of Duty spielen. Ach, ich mag die neuen Dynasty Warriors Teile sowieso nicht. Alles nach Dynasty Warriors 6. Schmutz! Schmutz! Da hilft es auch nicht, wenn die Story verdammt geil erzählt wird mit Cutscenes und allem. In Dynasty Warriors 8. Hilft nicht. Spiel ist trash. Come on. Denke ich mir auch bei Koi. Come on, mach doch mal wieder ein gutes Spiel. Weil Lu Meng, wie gesagt, Nachfolger von Zhou Yu, Stratege. Vorgänger für Luxun, kann man so sagen. Deswegen haben die auch Synergy. Einmal sehr loyaler, cooler Typ. Lu Meng. Und das Besondere bei Lu Meng ist halt, dass er kämpfen kann und trotzdem Stratege ist. So, Swiss Army Knife von Wu. Kämpfender Stratege, Leute. Er kann alles. Hat Waffentraining abgeschlossen und Strategietraining. Also, Lu Meng deswegen einer der coolsten Charaktere im Spiel. Finde ich. Und die Waffe, guckt sie euch an. Die nicht episch ist, dieser Ragen, ey. Das ist so eine Picke, ne? Das Gebiet gehört uns. One more for the glory of Wu. Oh yeah. Ja, die Schlagfähigkeit von Ganning brauche ich gar nicht, weil ich da immer einen Buff am Anfang. Kein Kommentar, wirklich nicht. Alle Kinder fliegen hoch. Haben auch manche Generics, ne, den musst du. Doch. Ich bin mir ziemlich sicher. Flump! Der Angriff ist aber bad. Zeige ich nur alle Angriffe, damit niemand sagt, ja, hast mir gar nicht alle Angriffe gezeigt. Stampfattacke zum Hochkommen. Naja. Das Gute bei Lu Meng ist halt sein Range. Er hat sogar die Feuerkugel. Oh shit, was geht da ab? Wait, ich muss immer zurück. Aber stattdessen macht Lu Meng jetzt hier Strandurlaub oder was? Ich bin gestrandet hier, ey. Neuer Erfolg von Lost. Die Menge ist anders Lost gerade. Ist halt Old Man, ne? Wie Ganning ihn immer geschimpft hat. Ach, keine Ahnung. Und zack, auch so eine Stampfattacke. Bisschen Dynasty Warriors 4 like. Da hatten alle so einen Move.
Luxon, ich will ja nicht sagen, aber es wird ein bisschen brenzlig für dich. No front. Von den guten Burkefels ist das wahrscheinlich das schlechteste. Das Meckern auf höherem Niveau. Weil DW6, die geilste mit diesen Jump'n'Run-Fallen. DW3 ist auch cool, diese legendäre Bogenhinterhalt. Armbrust, eher gesagt. Die Windfalle und alles. Das ist auch episch. Ach, Mann. Das waren noch gute Dinosaurier-Spiele, Mann. Lidin, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Was denn? Du hast ausgedient. Come on. Ich habe Lidin entleibt. Boah, die Formulierung. Fucking brutal. Ich kann dich nur bewundern. Sagst du zu dir selbst, oder was? Du Narzisst. Meng ist ein Narzisst. Sagt zu sich selbst, man kann dich nur bewundern. Okay. Sympathisch. Kann sich unterhalten. Feuerangriff hat Luxon. Ja, das war auch mal ausprobiert. Komm her. Es ist vorbei. Komm, gib mir die Erfahrungspunkte. Flump. Einfach im Grunde Boden gestompt. Ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Tschüss. Brauche ich jetzt erstmal auf Auszeit, warum nicht? Ah, Lumeng, Burki, Fail, das ist ja ein Paradies hier am Ende der Wu-Story. Viele Schlachten sind es ja nicht mehr. Nur 3 Schlachten danach. Ich mache das schon wieder alles in einer Aufnahmesession, ey. Das soll mal jemand hinkriegen, wirklich. Aber, so transparent möchte ich sein, jetzt habe ich nichts aufgenommen. Ich nehme halt an Tagen auf, wo ich richtig Energy habe. Und das nimmt sich ja aus, Power richtig durch den ganzen Tag. So mache ich das. Ah, der Soundtrack ist auch so ein Banger. Oh nein, nicht ein Angriffslager. Ein Fehler und du bist tot, ey. Come on, genau. Ich freue mich auch überhaupt nicht, Zaupi zu spielen. Ne? Graut es mir jetzt schon vor. Ich weiß, das sind noch nicht in der Way-Story, aber. Ich weiß nicht, was sie mit Zaupi gemacht haben. Ist so lahmarschig. Nur wenn er seine komische 2-Dolch-Waffe hat. So Darth Maul-Waffe hat. Ist doch scheiße. Dinosaurier 6 war besser. Da hat er auch ein normales Schwert gehabt, so Eisschwert. Ganz komisch. Das Gebiet gehört uns. One more for the glory of Wu. Mhm. Sie bekommen direkt Besuch, ich verstehe. Ich glaube, I'm on fire. It's burning. Get burn it to the ground. Flump. Menge, man quält sich richtig beim Schwingen des der Picke. Immer. Jetzt muss ich voll anstrengen, so. Keine Kraft mehr, der alte Mann. Ich muss so wie jetzt es schaffen, Lumeng. Ja. Genau. Ich krieg dir aber nicht vom Pferd. Kein Bogen im PSP Warriors Game. Das war's immer, ciao. Der Typ mit der keinen Bock-Einstellung. 4, 1, 2, 7, 8, 9. Und Orchi natürlich. Orchi 3 und 4. Da kann man immer Tau auch spielen. Ah, Lumeng ist so cool zu spielen. Oh, I love him so much. Das ist einfach ein geiler Charakter. Das Range. Power, die Moves, alles, ich weiß nicht. Chans, ich mag ihn echt. So, gehen wir erstmal hier hin. Erstmal das machen, was nicht wichtig ist. Classics ist hier.
Na, wer will werden und ich komm, laufe meine Feuerkugel, du Idiot. Er läuft wirklich rein. Nicht dein Ernst, oder? Diese AI, die so intelligent ist wie ein Brot. Zickzack. Oh. Wie viele Armbrüste und Ferneinheiten möchtest du ja? Dieses Dash-Deck. Oder die Planierraub hier. Schiebt alles so weg. Dampfwalze. Boah, wie viele Ferneinheiten haben die denn? Hallo? Ich weiß doch mal Schluss mit lustig hier. Einfach wegschieben. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der Chumusura schickt da so einen Feuerball am Ende los. Sehr episch. Einfach der coolere Chaoyun. Echt. Cooler Charakter. Macht mehr Spaß. Weiß ich. Ähnlich zu spielen. Zumindest in dem Teil. Very good. Das war die Festung. Leider keine Schatzkammer oder ähnliches. Oh, die Festung haben es aber in sich, ja. Schwer einzunehmen. Hohe Moral. Naja, wie gesagt. Könnte halt überall eine Schatzkammer sein. Ich mach's sowieso für die 100%. Ja, alles einnehme. Why not? Wir haben jetzt schon fast 500 Kills. Die Menge geht da zu schnell, weil er so viel trifft. Seine Waffe. Also ich springe, mach voll den coolen Move und er so. Bäpp. Man kann dich nur bewundern. Ja, sag es zu dir selbst, du Menge. Ihr nervt. Zick, zack, zick, zack. Und zack, seid ihr tot. Ich wusste, du würdest es schaffen, Lu Meng. Ja, macht ihr auch mal was? Sie dient schon wieder da. Ich dachte, er hat ausgedient. Sachen gibt's gar nicht. Denkst du, Lu Meng hat ausgedient? Scheiße, oder da? In der Mitte kommt er auch noch zurück. Guck mal, ob hier was ist. Ist auch ein bisschen sass. Beat, was ins Nichts führt. Ja, nice, war es 5 Burgkiefer. Also neue Burgkiefer. Da gab es diesen Geheimweg, wo er halt zum Fels runterrollt und zack, konnte dann zu Zaupi kommen. Die das hier auch eingebaut haben, ich denke nicht. Lauf, du neue Verderben. Hey, Schatzkammer, Level 8. Warum nicht? Let's try it. Feuer, Schlag. Ja, muss reichen. Und Opfer. Hey, du Opfer. Das ist Uichi. Oh, jetzt noch die coole Waffe. Uichi hat irgendwann nicht mehr diese coole Waffe. Guck der schon mal raus. Uichi. Nee, der hat keinen Feuerball. Whatever. War jetzt nicht so schwer. Aber Opfer ist auch OP, was Schatzkammer betrifft. Lidin, was soll das? Ziel zum Quant vernichten. Und was machst du denn hier im Angriffslager? Weiß auch niemand, ne? Ich weiß nur eins, Lidin. Du hast ausgedient. Ich hab's dir gesagt. Zauzo hat mir bei WhatsApp geschrieben. Du hast ausgesehen, der Erzaupi, ne? Wenn dann Erzaupi. So, jetzt wird Zeit, dass wir das machen, was wir machen sollen. Wäre cool, wenn die Wutrum mir helfen würden. Weil Lu Meng, der ist so ambitioniert. One more for the glory of Wu. One more for the glory of Wu. Er freut sich richtig, dass er die ganze Drecksarbeit machen darf. Er hat Bock. Weil er ist halt die glory of Wu, ne? So einfach mal sagen. One more for the glory of Wu. Oh, Zerstörer. Findung von The Magian Dice Warriors 5 Extreme Legends.
man die wohl selber auch haben kann, wenn man den richtigen Offizier mitnimmt. Weiß ich alles nicht mehr. Will ich aber nicht haben, so toll sind die gar nicht. Die haben hier so wenig Energie, in 5 Extreme Legends hatten die viel mehr. Da! Tja, wir haben das äußere Tor eingenommen! Du, du, du. Das Innere der Außenmauern ist bekannt. Dann dringt jetzt in die Burg ein. Die Erkenntnis kommt ein bisschen spät. Wenn wir das einnehmen, finden wir wieder mehr von der Burg. Scheint immer mehr von der Burg frei. Das ist so fucking geil gemacht. Wie gesagt, Burg die Fey ist immer absolut geil. Wirklich. Kann man nicht hassen. One more for the glory of Wu. Oder wie Xuxu sagt, eine weniger. Mann. Also, was mich hier stört, sind wirklich die Bogenschützen. Ja gut, da ist 2, ist 3. Reden wir nicht drüber. Xu, oder? Juje. Ich bin Masun, was macht der denn hier? Der war eigentlich im Nordwesten Chinas stationiert und nicht hier. Das war halt der frühe Befehlshaber von Jiang Wei. Wo Jiang Wei noch bei Wei war. Weggeschoben. Ich feg nur die Straße, okay? Ich feg doch nur die Straße. Oh, Ganding macht den Cringe-Move. Er sieht so aus, als hätte er noch nie ein Schwert gehalten. Ich hasse diesen Move so sehr. Oh, dass Lumenga auch so viel mitnehmen kann, ey. Wir haben Luxon, wir haben Ganding. Ach, Mensch, ist das geil. 45 Führung, der Typ kann alles. Strategie, kämpfen, führen, der kann alles. Komischerweise müssen wir die Burg Fahren nicht spielen, habe ich das verpasst? Mal schauen. Ich dachte, Burg Fahren gibt es auch auf Seite Wu-Armee, ist scheinbar nur auf Seite Wei-Armee. Da wollte ich Lumeng ja ursprünglich verwenden. Naja. Hier passt auch ganz gut hin, finde ich. Und wir haben noch so viele Banger, wir haben Zhou Tai noch nicht gespielt, wir haben Sun Quan noch nicht gespielt, Tai Shi Si, ey, da kommen wir. Ach. Und noch so viele coole Charaktere auf uns so. Und Dachiao crying in a corner. Die niemals gespielt wird. Ist doch besser so, ey. Vielleicht finden wir sogar eine coole neue Waffe für Lumeng, aber. Ich kann es euch sagen, Lumeng gehört zu meinen Lieblingscharakteren und ich habe nicht die besten Waffen für ihn. Komischerweise. Ist nicht schlecht. Ja, könnte besser sein, so oft wie ich Lumeng schon gespielt habe. Halt, stopp. Liuje, oje, Mine, und das war's mit Liuje. Wow. Was eine Gegenwehr, ich bin begeistert. Ja, komm. Den Weg haben wir schon cleared. Du musst auch mal was leisten, Luxon. Du hast Uran dabei. Meister des Feuerangriffs. Das wird irgendwie möglich sein, da was zu reißen. Der ist Level 4. Warum ist der Level 4? Ich möchte gar nicht wissen, welches Level Xuang hat. Xuang has arrived. Level 6. Naja. Danke, Ganning, für das Versauen meiner Kombo. Es ist ganz famos, echt. Wie die Xuang die ganze Zeit aus meinen Moves rausschmeißen. Ich hasse es. Aber coole Map, ey. So das Innere der Burg Hefei. Man erinnert sich an deine Stories von. Aber du bist auch Level 4. Wer kann, der kann, ne? Und der kann.
Warum hat Luke sonst so eine tiefe Stimme, wenn er zuschlägt? Passt überhaupt nicht zu ihm. Oh, ich hasse diesen Move. Come on! Ich habe Xu Huang entleibt. Hast du den Keks verdient, Yu Meng? Hast du den Keks verdient? Da, her, wir haben das innere Tor eingenommen. Und da ist das Burginnere. Mädelzimmer hier. Boah, Level 7, Level 7, Level 7. Und what the fuck? Okay. Jetzt wollen wir es richtig wissen, ich sag's euch. Nun dann, nehmen wir endlich das hier ein. Die Burg, die wir schon von Anfang an gesehen haben. Es wird Zeit. Wie Sun Jian schon immer sagte. Es ist Zeit. It's time. Egal ob in Deutsch oder Englisch. Ich sagte immer, es ist Zeit. Ah, ist das cool, mit Lu Meng zu spielen. Ich feier's. Ich glaube, der hat auch extra Range auf Waffe drauf. Er hat zwar viel Range, aber so viel Range schon ungewöhnlich. Sick. Fuck. Da kann Ning wieder wie von einer Biene gestochen rennt da rum. Wir sollten zusehen, wo die Gegner spawnen. Dass wir die wieder spawnen campen. Aber echt cool gemacht, ne? Burg gefällt hier. Wie sie das Innere der Burg immer mehr offenbart und so. Ist echt nicht schlecht. Haben sie sich was bei gedacht. Cooler als das Labyrinth der Steine im Wächter umgesetzt. Ich werde es nicht zulassen, dass mir jemand in die Quere kommt. Ich bin Zhao Hong. Der immer noch nicht spielbar ist und seit eines war jetzt drei überall auf dem Schlachtfeld ist. Ich weiß, warum der nicht spielbar ist, weil er schlechtester Offizier ist in The Legend of Cao Cao. In strategischen Warriors Games ist Cao Hong nicht gerade der beste. Boah, Level 10. Level 10. Warte, jetzt sieht mit einem Schlag aus. Ich werde dich auffallen. Ja, ich bin genau Level 10 wie du, Kumpel. Punkt 1 geht an dich, muss ich zugeben. Punkt 2 geht an mich. Tiu, 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 tiu. Und eingefroren, tiefgefroren, bewegungsunfähig. Goodbye. Da seht ihr wieder, wie overpowered das Eiselement ist. Das ist wirklich nicht mehr witzig. Das war by far das beste Element in Dynasty Warriors 5. Und Joe Tai denkt so. Level up! Aber der Vollständigkeit noch alles einnehmen. Wir haben jetzt schon fast 1000 Kills. Ja, moin. Mit der Schlachtfähigkeit sind immer 1500, ich sag's euch. Habur Kefei hat immer lange gedauert. Come on! Schön vor hinten. Hinter die Defensive geschlichen. Schlimm ist, hier sind so viele Festungen einzunehmen. Ich hasse Festungen. Ah, ich hasse Festungen. Die sind so exhausting. Daneben. Nicht so ein bisschen mehr Zielwasser trinken. Ach, Mensch, ey. Wer hat euch das Bogenschießen beigebracht? Ein blinder Mann oder was? Wusstet ihr, dass Lubu richtig geil im Bogenschießen war? Aber nur Nice Voice 8 Extreme Legends gesehen. Du Arschloch, du sollst hier lang gehen. Ich wünschte, man könnte wie in Empires seinen eigenen Verbündeten Befehle geben. Da wäre das Spiel echt perfekt. Schade geht, dass es nicht geht, wirklich. Es geht wirklich nicht. Sehr schön. Sag mal, Luxon. Reden wir nicht drüber, okay? Warum schafft er es nicht da einzunehmen? Als ob das so schwer ist. Jetzt hat er es geschafft, ne? Wow. Nach all den Jahren.
Diesmal wirklich nach all den Jahren, wie lange der gebraucht hat. Ja, kriegen die auch noch Verstärkung, wie beim richtigen Dice Warriors 5? Oder bei Dice Warriors 3 an der Küste? Normalerweise müssen die noch Verstärkung bekommen, oder? Ich hab Schiss. Gut, es war eigentlich Mann schon bei Dice Warriors 3. Der war ja schon irgendwie ein Unteroffizier von irgendwem. Naja, mal schauen. Hier ist bestimmt noch eine Schatzkammer versteckt. Irgendwo. Somewhere across the rainbow. Come on, denkst du wirklich, du kannst mich angreifen? Come on. Ich bin Lu Meng von Wu. Du glaubst, du hast eine Chance? Falsch gedacht. Das macht genauso viel Spaß, viele Mengen zu spielen. Voice Acting. I love it. Schon ein bisschen T-Bang. Plumps! Kui Zhang Cheng guckt, ey. Ich bin der Einzige, der keine Fähigkeit hat. Die Leute nennen mich useless. Ja, ey. Kann Ding mit diesem siegessicheren Blick. Ach ja, schon cool. Ist jeder so ein eigenes Porträt. Selbst die Generics. Es gibt ja sogar noch Porträts von Ling Tong und Guan Ping und Zoppi. Und zwar in Volume 1, weil die da noch nicht spielbar waren. Was ja auf Dice Warriors 4 basiert. Das wird auch noch spannend, da haben wir ja noch eigene Charakterporträts. Wie soll zum Beispiel nächstes Jahr Let's Playen? In einem Jahr. Freue ich mich ein bisschen weniger drauf, weil es bei weitem nicht so gut ist wie das Spiel ja. Das Level-System da ein bisschen trashig ist. Aber ist okay. Wird bestimmt auch witzig. Dann habe ich echt kein Dice Warriors Spiel mehr. Weil da ist sowas Neues, werde ich definitiv nicht Let's Playen. So wie Empires auch nicht. Nee. Komm mir bloß ja mit Strike Force oder so ein Scheiß. Das Einzige, wo ich wirklich nur drauf Bock hätte, ist, wenn ich einen Speicherstand hätte, Samurai Warriors 1 und 2. Die würde ich mir echt nur antun auf Emulator. Das Gebiet gehört jetzt uns. Und vielleicht ein 100% Save von Musou Warriors Orochi Z hätte. Was ist das für ein Spiel? Naja, es ist halt Warriors Orochi 1 und 2 mit extra Content. Komplett auf Japanisch. Aber ich kenne ja die Story. Und in besserer Grafik auf PlayStation 3. Mit extra Kostümen aus Dice Warriors 6 und so. Kennt die wenigsten. Könnt ihr euch relativ cheap für eBay ersteigern. Musou Orochi Z heißt das. Ist auch nur so ein Z drauf abgebildet. Das ist auch richtig geil. Aber leider komplett japanisch. Ich kann doch kein Japanisch, Mensch. Ich kann das doch nicht lesen. Manchmal. Du hast die Burg gebaut, bei allen Respekt, ne, aber. Hätte jetzt nicht weitergeholfen. Zhao Rui kam, glaube ich, mit Verstärkung, wenn mich nicht alles täuscht. Sowohl in DB3 als auch in DB5. In DB3 waren es Mann schon und Zhao Rui. Ja, Lu Meng ist tot. Game over. Schon 1000 Kills, ey. Das Gebiet gehört jetzt uns. Mir gehört jetzt erstmal Sima Yi. Der komplett overlevelt ist. Sagt die, die Level 10 ist, ich weiß. Ihr wisst, wie ich es meine, oder? Jetzt mal hier so ein hohes Level hier. Gut, in Dice Warriors 3 war ja auch der Endboss, außer man hat irgendwie was Komisches gemacht. So dass Zauzau der Endboss war. Fragt einfach nicht, DB3 ist komisch, was das betrifft. Level 7 Offizier. Ui, ui, ui.
Fang lang, komm. Trau dich. Trau dich. Boah, der Schaden. Jetzt kommt noch so ein scheiß Offizier auch noch dazu. Das finde ich jetzt nicht so nice. Hätte ich jetzt nicht schnell gehandelt, wäre das hier ganz böse ausgegangen. Just saying. Sind wir hier zu krass einfach. Er ist einfach zu mächtig. Ja, wir haben die Abwehr nicht genug gepusht. Schlacht ist schwer. War die Burg aber schon mal die neue Burg hier fair. Totai, du schaffst das, ne? Ich glaube ganz fest an dich. Ich hoffe, er schafft es wirklich. Ein Kumpel von ihm ist schon tot. Boah, das war gruselig, ey. Zwei Schatzkammerniveau. Alle High Level, alle nebeneinander. Schatzkammerniveau. Ich hoffe, ich krieg noch Musuzaun vor Zaupi. Auf welchem Level war Zaupi? Level 9? Gut, wir haben ihn hier, ne? Er opfert sich dann. Nein, ich will mit Zuzi gewinnen. Er darf nicht sterben, er darf sie nicht opfern. Verbiete es dir. Okay, Dokai. Komm, das Glied ist nur noch Formsache hier. Fällt nicht zu Zaupi. Was richtig abgeht. Ich fetzen fliegen. Total, bitte enttäusch mich nicht, bitte. Bitte, Total, bitte enttäusch mich nicht. Bitte, 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 bitte. Ja, jetzt nur ein Lichtelement, ne, mit Lumeng. Würden alle wegfliegen. Ja, Eis ist an sich schon besser. Aber in solchen Situationen nicht, wo die Gegner die ganze Zeit nur blocken. Sagen wir es mal so. Lass mich doch deine Abwehr umgehen. Danke. Range? Ich hab Range. Sonst verwünscht du? Jetzt haben wir da die Wege säubert. Ja. Ich reinige nur den Boden, ich wische hier nur. Die Menge ist so die Putzfachkraft, ja. One more for the glory of Wu. One more way is clean for the glory of Wu. I'm the cleaning service. I am Lu Meng, the greatest cleaner of all time. Totai. Yeah! Ich wusste es, ich muss nur ganz tief dran glauben. Ganz fest dran glauben, dann klappt es auch. Gibt schon mal keine Schatzkammer mehr. Nun denn. Du vor rechts, ich vor links. Dann nicht. Aber ah, musst du zwar nicht. Sehr ärgerlich. Warum ist die Wu-Armee so klein? Das ist absolut scheiße gemacht. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist echt nur Luxun und Erdier. Normalerweise hat die Wu-Armee auch richtig viel. Ja, was soll's. Letzten Endes bin ich im Chaos Mode sowieso die Einzige, die richtig was reißt. Verbündeten sind nicht so schlecht wie Nice Voice 3 auf sehr schwer, aber gut sind sie nicht. Wenn sie mir Angst hat, dass sie nicht mal einen Stützpunkt einnehmen. So. Der Cleaning Service meldet sich zum Dienst. Oh, Genji, die wird gefährlich. Ist immer gefährlich und dieses Level braucht nur 5. Das ist mal hier wohl stärkere Unteroffizier. Oh, der Musu ist auch so krass von Lu Meng. Guckt es euch an. Oh, wer friert denn da? Ja, hier, cool, der hat einen das Schattenpferd gegeben in Dynasty Warriors Volume 1 für PSP. Das heißt eigentlich nur Dynasty Warriors. Aber ja,
Ihr wisst, was ich meine. Boah, die respawnen gleich alle. Aber wir haben den Musu-Zorn, das ist gut. Und Luxon ist auch da. Bin nicht mehr alleine. Steck nicht mehr allein in Scheiße hier. Und, kommt er, Zoppi? Kaupi, Kuhpisser. Ist nur eine billige Kopie. Jetzt lass mich hier durch. Du bist der Held aller Helden. Ja, Lumeng. Doch. Das sehe ich schon. Scheiße, da ist so Offizier, ist so weit weg. Und so faul. Besiegt den jetzt gleich. So, dazu sehr, dass Zaupi nicht zu uns kommt. Und wir seine Ehefrau vermöbeln. Die eigentlich zu Yuan Xi ursprünglich gehörte. Boah, die ist so schnell. Ja, moin. Ich flieg erstmal über den ganzen Palast. Sehr schön. Sehr gut. Nur noch der Idiot hier, oder was? Ja, das kann nicht sein, da war ja eben noch ein Offizier. Boah, macht er so viel Schaden. Viel zu wenig Abwehr. Alles egal, wir haben den Musu-Zorn. Wir haben Musu. Mehr brauchen wir nicht. Let's see. Ach, das war nur so ein Typi. Der ist voll alleine gestorben. Was war das denn? I'm on fire. Ich höre schon Zaupis komische Stimme. Why don't we even bother? Komm her. Level 8 bist du. Nicht viel gefährlicher als immer hier. Ja, reden wir nicht drüber, ne? Das war einfach nur cringe. Wie schnell Zaupi starb. Aber wie gesagt, sparen wir auch immer alles für den Endbosskampf auf. Von daher sind die immer so unspektakulär. Wir mussten viele Feinde besiegen und endlich gehört Wu das Ganze. Eine neue Welt des Friedens wurde geschaffen. Wir werden eine Welt des Friedens schaffen, nach der sich die Menschen so gesehnt haben. Ja, und was hast du gemacht? Du hast nur da rumgegammelt. Boah, ich kann die Führung immer noch leveln. WTF? Wie viel kriegt der Typ? Lumeng ist einfach echt der absolut Obergeilste. Macht die Stats ein bisschen mehr. Gut, der Tierjagen ist absolut Schmutz. Keine dritte Waffe, ich sag's euch. Manche Charaktere in dem Spiel sind wirklich cursed. Hier kommen Uichi, Yuan Shu, Gao Shun, Jiaxu, Liro, Gujia, Jiakui, Zhuglu, Liudu, Limeng. Und das war's. Oh je, Leute, jetzt aber nur die letzten Schlachten. Aus dem Achtersegment. Das sind die schwersten. Ich das ja auch richtig heftig fand gerade. So gegen Ende, wie high level die waren. Darf man die unterschätzen. Ah ne, Quatsch. Ich hab Scheiße erzählt. Bei die gibt's noch. Bei die, Shang Jiang und Xu Cheng. Was eigentlich jetzt mit Burg fahren? Ah ja. Nur Wei und Chu komischerweise. Naja. Ist halt so. Gut, beim nächsten Mal gibt's Burg bei die mit Zhao Tai. Freude drauf. Ist auch ein Fan-Favorite. Dann auch. Bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung
von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!